So, da ist eigentlich... Mach mal. Trüffel, du sollst dich an der Brücke rütteln, wenn wir gerade dabei sind, die zu überqueren. Aber ihr habt meinen Schatz gefunden! Mein Schatz! Mein Schatz! Obwohl ich euch gesagt habe, ihr dürft ihn nicht finden. Dumm Hobbit! Dumm Hobbit! Also habt ihr gelogen. Aber Trüffel, wir machen das doch nur für deinen Opa. Für Opa? Heißt das, er ist dann nicht mehr so blöd? Wir basteln ihm eine Maske. Der Professor glaubt, dass er deinen Opa zum Lachen bringen kann und auf ihn ist Verlass. Glaubt ihr, mit dem glänzenden Stein geht es ihm besser? Alle im Dorf werden froh sein. Alle im Dorf werden wieder froh sein. Dafür geben wir unser Bestes. Das versprechen wir mit dem Namen von Klaus Hipp. Genau, auch wenn er gerade nicht da ist. Der ist voll hip, der Typ. So, ich denke mal, ich weiß nicht, wollen wir nochmal reingucken und... Sicher. Ich würde jeden nochmal fragen, wenn irgendwas... Bla, 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 bla. Okay, gut. Ja, ich wollte die doch nicht nochmal ansprechen. Jetzt hat Brumm Rätsel kommen müssen. Das wär's, wenn man mal jemanden anspricht und dann nochmal ansprechen muss. Nee. Hat auch nichts, natürlich nicht. So, jetzt kommt der große Moment. Häuptling Halima scheint immer noch nicht fröhlicher zu sein. Bist du bereit, Luke? Dann folge meinen Anweisungen. Alles klar, Professor. Der Thron ist mit den verschiedensten Dingen verziert. All diese Kräftigen, das hat man, glaube ich, schon. Ja? Ja. Thron des Häuptlings, ziemlich offensichtlich. Ich grüße Sie, Herr Häuptling. Sie erinnern sich vielleicht an uns. Wir waren schon einmal bei Ihnen. Kein Wunder. Glauben Sie wirklich, dass das klappt, Professor? Das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn wir es ausprobiert haben. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Nein, wie war denn das? Diese Schlauhüte schon wieder. Anhänglich wie die Kletten. Was sie wohl diesmal ausgeheckt haben? Naja, besser als deine letzte Idee wird es allemal sein. Mal ehrlich, für sowas ist ein Schnauzer wirklich nicht gedacht. Wenn ich um ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte, kann jemand im Dorf besonders gut polieren? Ja, Herr Professor E. Polieren ist schon zur Stelle. Es gibt kein Tafelsilber, das ich nicht zum Glänzen bringe und sei es noch zu alt. Das klingt vielversprechend. Und haben wir in unserer Mitte auch jemanden, der es gewohnt ist, Holz zu hacken? Naja, Holz hacken kann ich nicht, aber im Gemüse hacken bin ich ganz gut. Reicht das? Gewiss, die Präzision, die Sie dadurch gewohnt sind, ist genau das, was wir brauchen. Und schließlich benötigen wir noch jemanden, der mit diesem Kleber hier umgehen kann. Reizger klebt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Überlasst das lieber mir, bevor sich damit noch wer an einen Baum leimt. Ausgezeichnet. Dass sich so schnell Freiwillige gemeldet haben, zeigt, wie viel ihnen am Wohl ihres Häuptlings gelegen ist. Kann ich auch irgendwie helfen? Ja, geh in die Bostonius, warte dort. Warum übertragen Sie dem Jungen nicht die Organisation des Materials, Herr Professor? Auch Organisation? Aber ich wollte doch dabei helfen, die Maske zu basteln. Eigentlich hatte ich mir überlegt, dass Professor Locklear und ich diese komplexe Aufgabe übernehmen. Aber vielleicht lassen wir es ihn versuchen. Was? Das ist wirklich so schwierig? Allerdings, sieh es dir selbst an. So viele Teile. Ein paar der Gegenstände, die wir gesammelt haben, sind leider nicht stabil genug für unser Vorhaben. Du siehst also, Luke, es ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Also gut, mal sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Eigentlich brauchen wir nur 3 Teile. Such die Gegenstände heraus, die jeder der Freiwilligen gut bearbeiten kann. Na gut, wie wär's hiermit? Eine interessante Wahl. Bist du damit zufrieden? Ja, ich glaube, daraus können wir etwas ziemlich Lustiges bauen. Mal sehen. Auf den ersten Blick würde ich einen dieser Gegenstände für geeignet halten. Da stimme ich zu. Allerdings glaube ich, dass unsere Freiwilligen mit den anderen beiden nicht so viel anfangen können. Überlege dir gut, welche beiden Gegenstände du stattdessen nehmen möchtest. Gut, dann versuche ich es nochmal. Das ist die richtige Einstellung. Nur nicht ins Boxhorn jagen lassen. Lassen Sie mich mal ran. Oh Gott. Also, wähle 3 Gegenstände aus und teile sie... Soll die die jetzt polieren oder soll die die zum Polieren verwenden? Die soll die polieren, denke ich. Also das könnte... Was bauen wir denn da draus? Ach so! Ah, stimmt! Das kann sein. Dass das zum... Ah... Ja, aber wo, was sollte man zum Kleben benutzen können? Also, wenn man was zum Polieren benutzen könnte, dann, wir hätten ja hier was man vielleicht zum Hacken benutzen könnte. Aber was könnte man denn zum Kleben benutzen und was zum Polieren genau? Vielleicht das Ding oben rechts, um den Kleber aufzutragen? Das? Ja. Meinst du? Weiß es nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht mehr, welche 3 angezeigt worden sind. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das dabei war beim Polieren, genau. Und das andere waren ein noch so ein Teil, irgendeins. Und... Na, mal sehen, was passiert, wenn... Zack. Zack. Ein ausgewählter Gegenstand ist richtig. Ah. Du hast einen Gegenstand der richtigen Person zugeteilt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das und das... 2 sind richtig. Cool. Jetzt tun wir erstmal die Hand wieder das weg. Das 2 aus... Ja, genau. Zwei sind richtig, also sind das Kleben und Polieren wahrscheinlich richtig. Na, muss nicht unbedingt. Es wäre ein blöder Zufall, wenn es jetzt ausgerechnet andere wären. Gucken wir mal. Immer noch 2, okay. Ja, aber was ist dann Hacken? Unten links dieser Kristall. Ah, stimmt. Nee. 2 sind richtig, bla bla. Wir machen jetzt einfach mal alles durch. Okay. Bis wir's haben. Na also, du hast alle Gegenstände den richtigen Personen zugeteilt. Gut gemacht. Oh, wirklich? Oh toll, dann können wir jetzt die Maske basteln. Jawohl, ich erkläre euch kurz, wie diese Maske der Wunder gebaut wird. Ich bin ja so gespannt, wie sie aussehen wird. Gelöst! Ding dong. Also ich habe es so geschnitten, wie Sie gesagt haben. Und was jetzt? Bitte sehr auf Hochglanz polieren, wie Sie wie versprochen auf Pater Bellasee im Verlass. Hä? Moment mal. Das ist doch nicht etwa. Ich glaube, wir sind fertig. Häuptling Hallimasch, wenn Sie sich das hier bitte mal aufsetzen würden. Na, doch eine Brille. Niedlich. Ah! Jetzt sieht er aus wie... kennen Sie noch den It's Cool Man Opa? Ja! Ja, von der Milka-Werbung. Häuptling Hallimasch, können Sie uns sehen? Das ist ja fies. Aber ey, dieses Ho, 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 ho. Der Typ ist der Weihnachtsmann. Er lacht uns aus.
Der Häuptling lacht. Du machst wohl Witze. Aber ja doch, wer hätte gedacht, dass der alte Kriegskram nur seine Brille braucht? Wie konnten wir nur so blind sein, das nicht zu sehen? Also hat keiner der Dorfbewohner erkannt, dass der Häuptling nicht sieht. Wie sind Sie drauf gekommen, Professor? Weißt du noch, wie der Häuptling auf Professor Locklear reagiert hat? Ach ja, wie war das noch gleich? Irgendwas hat ihn ziemlich überrascht, oder? Zwischen unserem Auftritt und dem von Professor Locklear gab es einen signifikanten Unterschied. Für Ihren braucht es einen Zuschauer, für meinen einen Zuhörer. Auf Ihren konnte der Häuptling logischerweise nicht reagieren, weil er ihn nicht sehen konnte. Das erklärt auch, warum er die Rafflesienblüte nicht gesehen hat. Ganz genau. Die plausibelste Erklärung dafür, dass er in den Matsch gefallen ist. Natürlich. Sie hat ja nach nichts gerochen. Kein Wunder, dass er sie nicht bemerkt hat. Aber wenn das so ist, wie findet er sich überhaupt im Dorf zurecht? Höchstwahrscheinlich verlässt Häuptling Hallimasch sich auf seinen hervorragenden Geruchssinn. Oder er kennt das Dorf in- und auswendig. Der intensive Geruch von Morchellas Gebräu und Frau Hallimaschs Kreation hat ihm sicher den Weg gewiesen. Ach so, dann ist er also einfach immer der Nase nachgegangen. Upp. Häuptling Miesepeter, der Häuptling der Shiitake, ist in Wirklichkeit eine wahre Frohnatur und lacht für sein Leben gerne, besonders über lustige Grimassen oder Leitons. Allein seine Sehschwäche hat ihn davon abgehalten, die Blödeleien seiner Leute wertschätzen zu können. Niemand im Dorf scheint bedacht zu haben, dass des Häuptlings Augen nicht mehr die allerjüngsten sind. Freut mich, dass wir Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnten, Häuptling Hallimasch. Anscheinend hat der Häuptling mit unserer provisorischen Brille ein etwas verzerrtes Bild von der Welt. Ah. Yay! Du hast ein Ei von Asland erhalten. Ach, würden Sie uns es wirklich überlassen, Häuptling Hallimasch? Das ist sehr großzügig von Ihnen, auch wenn ich nicht verstanden habe, was Sie gesagt haben, Häuptling Hallimasch. Wir werden es Ihnen nie vergessen. Entschuldigen Sie, Häuptling, Sie können doch nicht einfach gehen, ohne das Wort an uns zu richten. Ein richtiges Festival war das wohl kaum. Wir haben uns die Buckel krumm gemacht, um sie aufzureitern. Ich dachte, dass wir uns jetzt wenigstens auch noch ein bisschen amüsieren dürfen. Pauke, mit Verlaub. Du hast Pauke gesagt, natürlich, ich hab's gehört. Nun, wir werden jedoch leider keine Zeit haben, den Festivitäten beizuwohnen. Richten Sie den Dorfbewohnern doch bitte meinen aufrichtigen Dank für Ihre Bemühungen aus. Und wir dürfen wieder zurück zum Boss Onius. Ah, natürlich nix. Wir müssen wahrscheinlich erst Jack und wiederkommen, bevor da wieder Rätsel sind. Genau, ey! Da kommen nämlich dann wieder Zeitungsartikel und ja, dann. Genau.